Alter, verfolgt er mich immer noch? Ja. Oha. Ein äußerst hartnäckiger Bär. Der müsste langsam sterben. Alter. Verarsch mich nicht. Okay, jetzt rennt er weg, weil er stirbt. Boah, ich hatte gerade echt Schiss, dass er reinkommt. So, ich muss natürlich trotzdem in der Nähe bleiben. Ich will ja sein Fleisch und seinen Pelz und meine Speere. Wo ist er hin? Ich sehe halt auch keine Blutspur. Ja, wobei... Hier ist Blut. Und hier... Ach, da drüben laufen meine Speere. Beziehungsweise kullern den Berg runter. Jetzt ist ja da über der Höhle hängen geblieben. Das ist gar nicht gut. Aua. Komme ich da hoch? Okay. Sehr gut. 20 Pelz, perfekt. Das ist ganz schlecht. Warum findet man dazu nichts? Da müssen wir es eben doch bei der Studie belassen und beobachten, ob das im Hauptlager weniger wird von den Verdorbenen. Sind hier noch Speere? Ja, hier drüben. Dann räumen wir das einmal auf und dann können wir, denke ich, schon in die Höhle rein. Hoffentlich ist da drin kein Bär. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Und hatten wir hier draußen nicht eigentlich mal ein Feuer? Oder war das bloß so ein Einwegfeuer, was jetzt weg ist? So, macht zwar keinen großen Unterschied, brauche ich aber jetzt trotzdem nicht. Ich würde mal für die nächste Spitzhacke direkt noch einen Stamm mitnehmen. Ich brauche langsam wirklich schon wieder eine neue Maus. Das ist zum Kotzen. Irgendwie, jedes Mal bei dieser Maus geht nach einer Zeit, ja, fängt das Mausrad das Spinnen an. Ist ja schon die zweite. Ich habe ja die erste schon umtauschen lassen. Jetzt kommt dasselbe Problem wieder. Liegt also wirklich vermutlich an der Maus. Ach ja, und ich wollte in die Fässer schauen. Oh, heilige Scheiße. Verdammt, wir müssen den erst loswerden. Das bringt sonst nichts. Dann haben wir immerhin. Aua. Dann haben wir immerhin 40 Pelz. Und auch sehr, sehr viel Fleisch. Achso, nee, nicht die Holzbolzen. Ich brauche Holzspeer. Ich denke, das reicht. Wie gewohnt auf die 8. Ich wusste, dass ein zweiter ist. Also ich habe es nicht gewusst, aber ich habe es mir gedacht. Genau dann bleibt er natürlich stehen. Logo. Schön wäre es natürlich, wenn direkt mal einer stecken bleiben würde.
Hey, jetzt hör doch mal auf, dich zu bewegen. Sonst habe ich gleich keinen Speer mehr. Okay, ich habe keinen mehr. Da müssen wir halt abwarten. Ich denke, dass da mindestens einer stecken geblieben ist. Ach nein, die konnten gar nicht stecken bleiben, weil die ja kaputt sind. Schlecht. Das Problem an den 25% Sperren ist ja das, dass sie nach dem Wurf kaputt sind. Ein kaputter Speer wird vermutlich nicht stecken bleiben. Also rein logisch betrachtet ist das ja auch gar nicht möglich. Das heißt, hier. 5 Stück. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. So, wieder auf die 8. Wir müssen es nur schaffen, dass mindestens einer in diesen Beeren verweilt. Jetzt in die Höhle rein. Verdammt, ich sehe ihn nicht mehr. Ach, da. Das ist schon der Bär da unten im Gebüsch, oder? Ja. Okay, einer steckt. Das war anscheinend ein sehr guter Treffer, weil er direkt wegrennt. Lauf nicht zu weit weg. Okay, da hinten wird er jetzt vermutlich in Ruhe sterben wollen. Laufen nicht zu weit weg. Sterben ist in Ordnung. Aber bleib in meiner Nähe. Das war dann aber ein sehr guter Treffer. So, direkt noch ein Treffer. Der Speer ist aber nicht stecken geblieben. Sag mal, bist du ein Parkourbär oder was? So ein richtiger Zirkusartist. Manchmal auch ein kleiner Autist. Bär. Wo ist er denn jetzt? Bär. Och nein. Bär. Bärchen. Ich möchte meinen Speer wieder haben. Das ist doch jetzt nicht wahr. Hier ist Blut. Ah nee, ist bloß Erde. Toll. Wir haben 20 Pelz und 50 Fleisch verloren. Das darf doch nicht wahr sein. Normalerweise sollten wir den dank dem Speer ja wiederfinden. Aber das, da unten ist ein Speer. Okay, könnte aber auch einfach einer sein, den ich geworfen habe. Weil hier ist kein Bär. Kein Speerbär. Na gut, ich bin mir relativ sicher, dass er zumindest tot ist. Damit ist mir geholfen. Ja, angenehm, angenehm.
Ist zwar nicht unbedingt viel, aber es ist meins. Ach, das ärgert mich jetzt. Ohne Spaß. Ja gut, wir haben halt jetzt das erste Mal nicht besonders viel Gewicht frei. Aber ich laufe jetzt auch nicht nochmal extra ins Lager. Dafür bin ich dann doch zu faul. So, Kupfer. Mehr möchte ich nicht und die Fackel ist gleich kaputt. Habe ich noch eine dabei? Ich glaube nicht. Also werden wir wohl doch gleich nochmal zurücklaufen müssen. Toll. Ach komm, ich nehme jetzt die 13 Steine schnell mit. Was soll's? Dann holen wir uns noch eine Fackel. Und dann lasse ich die Steine wieder mal erstmal zurück. Weil wir die halt nicht wirklich brauchen. Wir haben tatsächlich mal mehr als genug Steine. Ich habe selber nie gedacht, dass das jemals passiert. Aber es sind wirklich sehr, sehr viele Steine. So, ist er hier vielleicht irgendwo runtergekullert? Leider nein. Essen müssen wir dann auch langsam. Das Stinken ist mir egal. Ich riech's ja nicht. So, die Speere. Für das Gewicht können wir Kupfer gleich da lassen. Schade, dass hier sowas nicht auf der... Ja, voll ärgerlich. Ich meine, es werden Gebäude angezeigt. Warum zeigt man da nicht einfach auch den Speer an? Andererseits, es könnte natürlich auf lange Sicht ziemlich viel werden. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ich schmeiße schon sehr viele Speere. Ich sammle die natürlich nicht alle wieder auf. Da könnte man irgendwann auch Probleme bekommen. Dass man auf der Karte halt gar nichts mehr. Das Problem ist, sagt dem Spiel erstmal, welches Tier tot ist. Sonst müsste es ja vom Prinzip auch anzeigen, die lebenden Tiere. Und das wäre dann beim Jagen sehr witzlos. Ich weiß nicht, ob das so... Sag mal, willst du mich verarschen? Dieses Spiel. Kommen hier wirklich jeden Tag neue Bären? Das heißt, ich muss sie schon früh morgens töten, damit ich wenigstens einen Tag komplett durchfarmen kann? Das ist doch zum Kotzen. So, der ist danach weg. Dieser blöde Kackbär. Das ist aber halt nicht der, den ich getötet habe. Ich meine, klar, ich kriege jetzt lustigerweise nochmal Fleisch. Aber ich muss es ja schon wieder machen. Das kostet Zeit, das kostet Ausdauer, das kostet Nerven. Und gerade Zeit habe ich eigentlich weniger. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder derselbe ist. Dass er sich irgendwo den Speer wieder losgerissen hat und jetzt hier lustig am Rumexistieren ist. Jetzt treffe ich den nicht. Bleib mal irgendwo stehen. Ja, so. Nein, lauf nicht in die andere Richtung. Okay, einer steckt, das ist gut. Es ist aber nur dieser eine. Und ich komme so nicht an meine anderen Speere ran. Und jetzt zu warten, bis er da verblutet, wird halt schon eine Weile dauern. Es sei denn, der verkrümelt sich jetzt weit genug.
weit genug. Ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung, ich wollte eigentlich hier. Manchmal verdrückt man sich im Eifer des Gefechts. Nein. Oh oh. Ich bin hier ein bisschen gefangen. Ja, lass mich in Ruhe, Bär. Kommt er bis hoch? Nee. Er läuft schon weg. Oder auch nicht. Er will nur wieder zu seinem Platz. Ich komme niemals an meine Speere ran. Ich habe aber jetzt auch keinen Bock, schon wieder welche zu holen. Echt nicht. Ich will Kupfer schürfen. Und ich will wieder nach Hause. Ich muss noch ein Feld anlegen. Kannst du nicht einfach sterben? Ganz in Ruhe? Warum sind hier immer so viele Bären? Lass mich in Ruhe. Lass mich. Oh Mann, ich bin fast tot. Der Bär ist immer noch hinter mir her. Meine Ausdauer. Hilfe. Okay. Oh, jetzt hatte ich kurz Angst. Lauf einfach weiter, Bär. Ich folg dir. Alter, fressen oder gefressen werden. Aber so richtig. Hey Bärchen, lauf nicht zu weit. Lauf bitte nicht zu weit weg. Du wirst sowieso sterben. Flucht ist sinnlos. Bärchen? Stirb doch nicht in Hektik. Stirb doch einfach in Ruhe. Ja, okay, kein Wunder, dass wir den anderen Bären nicht wiedergefunden haben. Die laufen wirklich noch weit. Ist das jetzt... Ist das gerade wirklich der nächste Bär, den ich verloren habe? Sag mal, willst du mich denn verarschen? Oh, hier ist Blut. Hier ist Blut. Wo ist denn das nächste Mal? Ich könnte ihm noch eine drüber zementieren. Ich weiß nur nicht, ob dieser eine Schlag reicht. Es ist halt bloß eine Spitzhacke. Jetzt fall einfach um. Du musst einsehen, dass dein Leben vorbei ist. Ich glaube auch, dass der Bär hier die Karte des Rumtreibers benutzt. Der kennt Abkürzungen und Geheimgänge. Jetzt müsste einfach so hinter mir random Bär auftauchen, der mich umbringen will. Die Nahrungskette eben. Sollte ich das riskieren? Ich meine, wir sind halt auch fast tot, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß halt auch nicht, wie viel er durch diesen Sperr jetzt jedes Mal verliert. Okay, er läuft aber auch weiter vor mir weg. Dann kann ich jetzt raufhauen. Stirb!
Ich habe kein Messer mehr. Blöd. Steinchen, Stock. Was brauche ich denn alles für das Messer nochmal? Zwei Steine, fünf Stöckchen. Sollten wir hinbekommen. Wir sind in den Bergen, hier sind überall Steine. Ein Stock noch. Wenn jetzt in der Zwischenzeit wieder ein Berg gespawnt ist, dann ohne Scheiß raste ich aus. Sag mal, Domi, was ist denn mit dir? Hast du irgendwie im Lotto gewonnen? Vielen, vielen Dank. Schankrün. Vielen, vielen Dank. So, haben wir nochmal 50 Fleisch. Jetzt muss ich schon wieder ins Lager. Alles bloß wegen diesem Pombeer. Ich komme hier nie in Ruhe zum Farmen. Und das Problem ist, in dieser Mine ist ja sowieso nicht so viel Kupfer. Also da ist schon ein bisschen was drin. Aber das war halt das letzte Mal auch sehr schnell weg. Könnte aber auch daran liegen, dass wir das letzte Mal sehr viel Kupferwerkzeug verkauft haben. Weil ich gelegentlich so ein bisschen geldgeil bin. Sag mal. Du machst mich noch reich. Ich glaube, damit bist du inzwischen Hauptteilhaber dieses Channels. So, wieder 50 Fleisch. 20 Pelze. Davon können wir schön Pelzumhänge machen. Den Stamm behalte ich natürlich. Sonst brauche ich hiervon eigentlich alles, ne? Das Steinmesser behalte ich trotzdem. Falls uns da drin, keine Ahnung, Gollum begegnet, dass ich dann einfach hinterrücks abstechen kann. Und wehe, da ist jetzt noch ein Bär. Irgendwann ist ja auch mal gut. So, Kupfer. Ich hätte so gern einen Sackkarren. Und wir müssen uns vielleicht auch einfach mal ein bisschen Geld zusammennehmen, um uns daraus einfach einen riesengroßen Rucksack kaufen zu können. Daraus, davon. Weiß schon, dass wir halt zukünftig mehr tragen können. Investieren in die Zukunft. Haben die eigentlich noch genug? Okay, wir haben noch genug Holz. Nicht, dass sie mir in der Zwischenzeit erfrieren. Das wäre sehr ungünstig. Dann sollten wir also eigentlich so die nächsten Jahre, achso, die Zinn will ich nicht, daran arbeiten, dass wir die Häuser besser dämmen, damit wir da weniger Holz verbrauchen. Warte mal, hier würde der Stein runterkullern. Ich versuche das mal hier. Weil wir Stein ja nicht unbedingt brauchen. Ich meine, wir können ihn zur Not später noch rausholen. Aber jetzt geht es ja erstmal nur um Kupfer. Gar kein Problem. Wir haben ja hier Steine. So, mach doch mal hier kurz eine neue. Und dann schmeißen wir die einfach wieder weg. Brauche ich nicht.